Peace, meine Freunde. Was geht ab? Seven hier. Ich bin heute in Augsburg. Hinter mir seht ihr den Hauptbahnhof. Bin gerade mit dem ICE angereist. Und heute ist ein geiler Tag. Sonne scheint. Es sind wunderschöne, herrliche 14, 15 Grad. Und heute spielt der FCH gegen den FCA. Bundesliga, 25. Spieltag. Ich bin mega gehypt. Es wird geil heute. Bevor es ins Stadion geht, schaue ich mir noch ein bisschen hier die Stadt an. Augsburg ist nämlich eine wunderschöne Stadt. Ich mache mich jetzt auf den Weg ins Wirtshaus, will nämlich was essen und wir sehen uns gleich, wenn ich dort angekommen bin. Hier bin ich angekommen am Brauhaus Riegele. Waren jetzt vom Bahnhof nur 3 Minuten Fußweg. Es ist jetzt kurz nach 11. Um 11 Uhr macht hier die Lokalität auch auf. Bin also richtig pünktlich dran. Biergarten, Bierladen, Bierkultur, Wirtshaus, Bierclub. Hört sich doch super einladend an. Aber bevor ich reingehe, meine Freunde, ich muss euch unbedingt noch eine Geschichte erzählen. Es ist nämlich heute nicht mein erstes Mal hier in Augsburg. Ich war nämlich diese Saison schon mal hier. Nämlich zum Bundesliga-Auftakt. Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Der aufmerksame Zuschauer auf meinem Kanal wird sich aber jetzt fragen, hä, es gibt doch gar kein Augsburg-Video. Es gibt kein Stadionvlog in Augsburg. Ja, richtig. Dieser Stadionvlog ist niemals online gekommen. Kurz zur Erklärung, die Story, was an dem Tag passiert ist. Ich bin mit einem Kollegen hier nach Augsburg gefahren. Wir haben uns schon auf dem Weg ein paar Bierchen gegönnt und sind dann hier in dieses Riegele-Wirtshaus gegangen. Haben auf der Fahrt im Zug auch noch 2 Gladbach-Fans kennengelernt, mit denen wir uns angefreundet haben, die ganze Zeit richtig Vollgas gegeben haben und nur am Saufen waren. Und dann bin ich mit denen hier rein und die haben direkt Herrengedeck bestellt. Wisst ihr, was ein Herrengedeck ist? Ein Herrengedeck ist ein Bier und ein Schnaps. Wir hatten 30 Grad, über 30 Grad, es war keine Ahnung, 33 Grad, es war so verdammt heiß und die haben Herrengedeck bestellt und haben gesagt, komm, trink mit. Ich so, nein, Alter, ich muss Stadionvlog aufnehmen, ich kann nicht filmen dann. Hab mich natürlich doch überreden lassen. Es ist dann nicht nur bei einem Herrengedeck geblieben, irgendwelchen selbstgebrannten Schnaps haben wir hier getrunken. Und bei 30 Grad, das hat so reingeballert. Ich war sowas von dicht, ich war dicht sein Urgroßvater. Schon hier und ich war noch nicht mal im Stadion. Dann sind wir weitergegangen ins Stadion, haben dann dort noch mal ein Bier getrunken. Ich habe versucht noch zu filmen. Ich war so im Stadion mit 3 Promille. Ich war komplett Knockout. Es ist 4-4 ausgegangen. Wäre eigentlich ein geiler Stadionvlog gewesen. Und in der ersten Halbzeit waren, glaube ich, sind 5 Tore oder 6 Tore gefallen. Ich habe 2 davon drauf gehabt. Dann habe ich gesagt, komm, lassen wir das bleiben. Das wird nichts mit dem Stadionvlog. Ich mache kein Video. Ja, das ist die Geschichte dazu. Heute bin ich wieder hier. Ich hoffe, dass es heute besser laufen wird. Let's go, wir gehen rein. Am Eingangsbereich gibt es hier einen Shop, wo man sich Bier kaufen kann. Hier auch in auf jeden Fall sportlichen Apfelmengen. So stelle ich mir einfach ein richtiges Wirtshaus vor. Schaut mal hier, cool, mit den ganzen Krügen auch. Es gibt natürlich deutsche, herzhafte Hausmannskost. Ganz hinten natürlich auch die schon angesprochenen Obstbrände. Ich weiß es nicht, welcher es war, aber ich glaube der hier. Der Obstler aus dem Holzfass wurde damals bestellt. Der hat mich komplett rausgenommen. Heute nicht, meine Freunde. Heute lassen wir auf jeden Fall die Finger davon. Ich habe mich für eine Portion Kässpätzle entschieden mit einem kleinen gemischten Salat und natürlich ein Bier. Das ist ein Riegele Kellerbier und sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr lecker aus. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Die Portion ist vernichtet, war auf jeden Fall sehr, sehr lecker, wirklich sehr, sehr gut. Ich trinke jetzt noch in Ruhe mein Bierchen leer und dann geht's in die Innenstadt. Schaut mal, Leute, der Weg zu den WCs ist hier auch richtig cool. Hier mit so einer Glasvitrine, wo irgendwelche Puppen drin sind. In Augsburg ist ja auch die Augsburger Puppenkiste, das Puppentheater, vielleicht eine Anlehnung daran. Und die WCs sind hier auf jeden Fall auch sehr, sehr nice.
Vor allem das hier am Baum. Ja, da sehe ich mich doch gleich, meine Freunde. Hier auf den Türen zu den Toiletten sind lauter Zitate drauf. Der hier ist cool. Ich brauche dringend ein Bier. Ich bin unterhopft. Der hätte auch von mir kommen können. Das ist der Außenbereich vom Wirtshaus. Genau hier hinten saßen wir und haben die Herrengedecke getrunken. Da war alles voll mit Gladbach-Fans. Also hier ist auf jeden Fall auch immer ein Fantreffen vor dem Spiel. Und es gibt hier im Biergarten draußen auch eine Rutsche. Da sehe ich mich natürlich drin. Let's go. Hier sehen wir auch, dass wirklich schon einige FCH-Fans am Start sind. Und hier ist der Eingang zur Rutsche. Jetzt aber wirklich genug Zeit verschwendet, hat Spaß gemacht, aber auf geht's in die Innenstadt. Hinter mir seht ihr nochmal das Wirtshaus. Wenn ihr mal hier in Augsburg seid und was Gutes essen und was Gutes trinken wollt, dann geht hier hin. Wirtshaus Riegele in Augsburg, ganz klare Empfehlung von mir, 9 von 10, wirklich sehr, sehr lecker. Es ist auch nicht weit bis zur Innenstadt, laut Google Maps 800, 900 Meter bis zum Rathaus. Das ist mein erstes Ziel. Jetzt bin ich hier an so einem kleinen Park vorbeigekommen mit einer Statue Luitpold, Prinzregent von Bayern. Ja, auf jeden Fall stattlicher Dude. Einfach 10 von 10. Schaut euch mal den Himmel an. Keine einzige Wolke am Himmel. Sonnenschein. Die Bedingungen für heute könnten wirklich nicht besser sein. Ich hoffe auch, dass wir heute uns besser anstellen werden als im Hinspiel. Das Hinspiel, ein Spiel zum Vergessen. Wir haben 2:0 geführt, ich glaube in der 17. oder 18. Minute. Und dann lagen wir schon zur Halbzeit mit 3:2 hinten und haben das Spiel am Ende dann noch mit 5:2 verloren. Also wirklich Katastrophe. Heute bin ich überzeugt, dass es besser wird. Mein Tipp für heute, 1:2 für den FCH. Die Augsburger haben einen guten Lauf, haben die letzten beiden Spiele gewonnen und sogar letzten Spieltag 6:0 Darmstadt abgeschossen. Ich denke trotzdem, dass wir heute gewinnen werden. Wir packen das, auch wenn es schwierig wird. Ich bin jetzt hier an einem kleinen Marktplatz vorbeigekommen. Dort hinten hat auch gerade Live-Musik gespielt. Und hier oben, schaut mal, was ich da entdeckt habe. Auf der Mauer hängt eine Augsburg-Flagge und eine Heidenheim-Flagge für das heutige Spiel. Yeah, sehr cool, dass wir hier auch von der Stadt Augsburg mit sogar einer kleinen Fahne empfangen werden. Und Leute, schaut euch mal hier dieses lange Instrument an. Was ist denn das für ein Horn? Habe ich ja noch nie gesehen. Die Musik ist jetzt wieder weiter losgegangen, aber das Horn ist leider nicht in Aktion. Ich habe auch gerade erfahren, dass es ein Alphorn ist. Schade. Aber ja, trotzdem haben wir Musik am Start. Ist auch überall mega viel los auf den Straßen. Natürlich, die Leute genießen das gute Wetter. Hier ist ja ein Markt mit frischem Gemüse. Boah, es sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr köstlich und knackig aus. Kleine Souvenir-Shops und diverse Dekorationsgegenstände. Hier kann man definitiv seinen Wocheneinkauf erledigen. Gemüse weit und breit. Leute, hier riecht es so gut, hier an diesem Blumengeschäft. Klasse, wirklich. Meine Nase ist verliebt. Schaut mal hier, der hat lauter unterschriebene Augsburg-Trikots in seinem Laden hängen. Sehr, sehr cool. Also wirklich, die Augsburger Innenstadt, sehr, sehr schön, sehr belebt. Ist mega viel los, überall. Das sind kleine Bars, wo die Leute sich Weinchen und Bierchen gönnen. Wirklich auch schöne Architektur überall. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut.
hier haben wir dann auch das Augsburger Rathaus. Dort, wo ich schon die ganze Zeit hin will. Alter, krass. Ist schon ein riesiges Rathaus. Schaut euch einfach mal den Vergleich an. Hier nebendran ist ein Kirchturm. Und das Rathaus ist einfach genauso hoch wie der Kirchturm. Hier sehen wir es nochmal in seiner vollen Pracht. Wow, ist also auf jeden Fall ein echtes Highlight hier in Augsburg. Aber ein noch größeres Highlight wartet drin im Rathaus. Im Rathaus gibt es nämlich den goldenen Saal. Das ist ein Saal, der komplett gold ist mit Verzierungen und allem Möglichen. Das möchte ich mir jetzt anschauen. Ich habe mir jetzt hier an der Touristeninformation direkt am Rathausplatz ein Ticket geholt für den goldenen Saal. Kostet 2,50 Euro Eintritt. Preis geht voll in Ordnung und ich bin jetzt echt gespannt, wie es dort drin aussehen wird. Der goldene Saal ist im dritten Obergeschoss. Also, wir müssen nach oben. Allein schon hier, diese Halle ist so eindrucksvoll und riesig. Ich habe eigentlich immer hier in solchen Hallen das Bedürfnis zu schreien. Ich muss schreien. Hallo! Und hier hinter der Tür sehen wir ihn schon. Krass, wie das allein schon hier durch die Tür raus leuchtet. Wow, heftig. Schaut euch mal diese Decke an. Beeindruckend. Die Decke hier ist 14 Meter hoch, also wirklich extrem hohe Deckenhöhe. Und die goldenen Applikationen hier sind nicht aus massivem Gold, sondern es ist beschichtet mit Blattgold. Hauchdünn mit Blattgold beschichtet. Ich denke, wenn ich mal hier näher rangehe, kann man das auch erkennen. Ja, das ist im Prinzip Holz, was mit Blattgold, echtem Blattgold beschichtet ist. Und es sieht einfach nur atemberaubend aus. Wow, also dieser Raum und diese Decke ist auf jeden Fall blendender als meine Zukunft, meine Freunde. Schaut euch den mal an. Wie gebraucht und alt sieht bitte der Stuhl aus. Und auch hier diese Tür. Also die Tür, das ist ja ein Monstrum. Schaut mal, wenn ich mich daneben stelle. Ich bin einfach mit meinem Kopf auf Höhe der Türklinke. Einfach alles einfach nur riesig und atemberaubend. Im Zweiten Weltkrieg wurde auch das Augsburger Rathaus komplett zerbombt und auch der Goldene Saal. Wie man hier sehen kann, also der Bereich müsste eigentlich der Goldene Saal sein. Umso schöner, dass sie es wieder aufgebaut und restauriert haben. Und dass wir heute so was Eindrucksvolles sehen konnten. Hier haben wir auch noch eine kleine Miniaturansicht der Stadt Augsburg. Hier ist das Rathaus, da bin ich gerade drin. Und hier ist direkt der Dom. Also im Prinzip einmal direkt die Straße entlang, dann bin ich schon am Dom. Und da geht's als nächstes hin. Jetzt stehe ich direkt vor dem Augsburger Dom. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr beeindruckend aus. Hier davor haben wir auch wieder ein paar Statuen, wie schon mehrfach jetzt in der Stadt gesehen. Eine eindrucksvolle Eingangstüre. Wir steppen natürlich rein. Alter, hier der Türknauf auf jeden Fall auch ordentlich massiv und groß. Ich kann euch leider von drinnen keine Aufnahmen zeigen. Drinnen darf nämlich gefilmt und fotografiert werden, aber nur für private Zwecke. Ich habe auch extra nochmal nachgefragt, aber eine nette Mitarbeiterin hat mir erklärt, dass nichts veröffentlicht werden darf. Deswegen leider keine Aufnahmen von drinnen, aber ich zeige euch nochmal was von außen. Ja, schade eigentlich. Ich hätte euch gerne ein paar Aufnahmen von drinnen gezeigt. Aber ich kann euch einen coolen Fact erzählen. Hier im Augsburger Dom gibt es nämlich die ältesten bunten Kirchenfenster mit Menschen drauf. Die sogenannten Prophetenfenster. Ich habe sie gesehen. Die sind aus dem 11. Jahrhundert, damit steinalt und ja, sehen sehr, sehr cool aus. Ich würde sagen, das reicht jetzt aber auch mit City-Content. Ich habe viele coole Sachen gesehen. War auf jeden Fall sehr, sehr schön hier in Augsburg. Es sind jetzt noch circa 2 Stunden bis zum Anpfiff. Das heißt, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Stadion und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich angekommen bin. Boah, endlich raus aus dieser verfluchten Tram. Es war dort drin so heiß, bin fast gestorben.
Aber jetzt ist nicht mehr weit bis zum Stadion. Hier sehen wir dann auch schon das Stadion, die WWK Arena mit ihrer markanten Fassade, mit solchen Metallstangen, die ringsherum angebracht sind. Werden wir gleich nochmal sehen, wenn wir näher dran sind. Dort ist dann auch gleich mein Eingang, Eingang 4, da muss ich rein. Das hier ist der Fanshop. Aber bevor es reingeht ins Stadion, suche ich erstmal noch jemand, der interviewt wird. Den ersten Augsburger getroffen, Johnny. Servus. Freut mich, hi. Servus. Was ist dein Tipp für heute? Wie wird's ausgehen? 4-0. 4-0? Ach komm, Alter. Natürlich. Ich glaube nicht, aber wer weiß, ich bin auf jeden Fall gehypt auf ein geiles Spiel. Ich wünsche dir viel Spaß. Das ist ein geiles Spiel. Ja, Mann. Mach's gut. Dankeschön. Ciao. Ciao. Das Stadion mit diesen einprägsamen Metallstäben, die überall an der Fassade angebracht sind. Sieht ein bisschen so aus, als ob die das oben angebracht hätten und dann festgestellt hätten, verdammt, wir haben zu wenig Pfosten, es reicht nicht mehr für die ganze Fassade. Wir machen die jetzt einfach irgendwie hin. Die beiden nächsten Augsburger getroffen, Felix und Max, die haben sich schon ein Bierchen und was zu essen geholt, so wie sich das gehört. Sehr geil. Gibt's gutes Bier bei euch? Ja, schon. Riegele? Boah, da hatte ich heute schon eins im Wirtshaus. Ja, und was sagst du? Sehr, sehr lecker. Sehr geil. Da muss auf jeden Fall gleich das nächste kommen. Ja, so nämlich. Aber vorher würde ich euch gerne fragen, was denkt ihr, wie geht's aus? Gebt eure Tipps ab. 2-1 Augsburg. 2-1? Ich glaube auch 2-1 oder 3-1 bei Augsburg. Ich habe gerade einen getroffen, der hat 4-0 getippt. Der war ein bisschen sehr optimistisch. Ja, das den hat so letzte Woche ein bisschen... Heidenheim ist schon stark. Den hat es gepusht letzte Woche, ja. Eure Tipps sind auf jeden Fall realistischer. Ja. Ich hoffe trotzdem, dass wir gewinnen. Aber ich wünsche mir an erster Stelle ein geiles Spiel heute. Auf jeden Fall, es muss spannend sein. Cool. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Gerne. Und viel Spaß heute. Haut rein. Ciao. Ciao. Dankeschön. Da haben wir unser nächstes Lifestyle-Getränk. Es wird natürlich direkt mit Genuss probiert. Ach. Ja, das Riegele hier, heimisches Bier in Augsburg. Ist schon sehr, sehr lecker. Jawohl! Ist auf jeden Fall schon eine sehr, sehr schöne Putze. Hier machen sich schon unsere Spieler warm. Dort sind unsere Fans, der Stehplatzbereich von Heidenheim. Und irgendwo hier müsste mein Platz sein. Es ist schon richtig laut hier drin. Sehr, sehr geil. Stimmung wird heute geil. Fast schon ein Heimspiel mit 3000 Heidenheim-Fans hier in Augsburg. Let's go! Drüben die Kurve der Augsburg-Fans, auch schon richtig schön gefüllt. Ich bin jetzt auch gerade hier ein Stück weiter nach oben im Stadion gegangen. Mein Sitzplatz ist eigentlich irgendwo dort unten, aber hier oben hat man auf jeden Fall noch mal viel krassere Sicht. Felix getroffen, den kennt ihr schon, der war schon mal bei mir in dem Video. Ich glaube, gegen Bochum müsste das gewesen sein. Und seinen Kollegen Mika. Heidenheimer Jungs, was denkt ihr, wie wird es ausgehen? Also ich glaube 2-0 Heidenheim. 2-0 für Heidenheim, ja. Okay. Ja, ich glaube, es wird ein knackiges 3-2 für Heidenheim. 3-2, boah, würde ich auch unterschreiben. Viele Tore, ja. Wäre geil auf jeden Fall. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Dir auch. Haut rein, Mann. Es ist jetzt nicht mehr lange bis zum Anpfiff. Die Kinderbande von Augsburg läuft gerade ihre Runde. Und es laufen sogar auch Heidenheimer Kinder mit. Sehr cool, dass hier sogar Kinder der Auswärtsmannschaft mitlaufen. Wirklich cool von Augsburg. Die Heidenheim-Fans auch heute wieder mit einer Choreo. Wow, wirklich sehr, sehr schön. Wow! Und die Spieler sind auch schon auf dem Feld. Gleich geht's los. Auf ein geiles Spiel, meine Freunde. Jetzt wir das erste Mal mit ein bisschen Platz. Traoré gerade auf der Außenbahn am Start. Flankt rein. Ah, war zumindest mal der erste Heidenheimer Abschluss. Und wird hier von den Heidenheim-Fans gefeiert. Wow, richtig schön. Alle schwingen ihre Schals. Auch von da drüben kommt auf jeden Fall der Fangesang gut durch. Alter, die FCH-Fans sind so laut. Es ist verdammt laut. Die macht richtig, richtig geile Stimmung. So sieht's aus. Let's go, Jungs. Sehr geil. Jetzt
Beste, außen, mit Platz, bringt die Flanke rein. Und, nein, aber wir sind immer noch im Ballbesitz. Nochmal Beste. Und jetzt gibt es den ersten Eckball für uns. Das haben wir auf jeden Fall schon mal besser gesehen. Brutal gehalten von Müller. Sehr, sehr gut. Genau so sieht's aus. Das ist unser Keeper. Jetzt die darauf folgende Ecke für Augsburg. Verdammt nochmal, Alter! Das gibt's doch! Ja, Mann! Jetzt nach dem 0:1 natürlich sehr, sehr geile Stimmung bei den Augsburg-Fans. Oh nein, Alter! Oh, der nächste gefährliche und gute Abschluss für die Augsburger. Wir haben mittlerweile die 44. Minute. Die erste Halbzeit ist fast vorbei. Definitiv noch nicht unser Spiel. Viele Chancen hatten wir noch nicht. Wir sind 0:1 hinten. Aber komplette zweite Halbzeit noch zu gehen. Gleiches Pause. Ich habe jetzt hier einen ganz besonderen Fan getroffen, den Liam. Der Liam schaut alle meine Videos und wollte unbedingt auch mal in dem Video drin sein. Heute ist auch noch sein 8. Geburtstag. Also wirklich toller Tag für dich. Noch nicht das beste Ergebnis für uns. Was denkst du, wie wird die zweite Halbzeit ausgehen? 3:2. Also, dann würden noch 4 Tore fallen. Würde ich natürlich auch unterschreiben, würde ich mich drauf freuen. Und du hast heute noch was ganz Besonderes vor. Zeig mal dein Plakat. Der Liam wünscht sich nämlich heute zum 8. Geburtstag das Trikot von Mainka. Ich habe auch heute unseren Capitano hinten drauf. Also, wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn du es bekommen würdest. Und ja, war sehr cool, dass du im Video dabei warst. Hau rein! Wenn ich mich jetzt da anstelle, dann verpasse ich safe wieder den Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Ich glaube, es muss erstmal hier beim leeren Bier bleiben. Ja, okay. Es hat sich doch noch geändert. Wenn man YouTuber ist, hat man halt gewisse Vorteile. Da haben mich gerade zwei extrem coole Typen angesprochen. Die holen mir jetzt ein Bier. Ich kann schon mal reingehen, verpasst den Anpfiff nicht mehr und ich bekomme trotzdem noch einen flüssigen Tropfen. Sehr gut, so sieht's aus. Let's go, es geht weiter, zweite Halbzeit. Jetzt haben wir ein bisschen Platz, komm. Er hier hat mir auf jeden Fall sogar das Bierchen klar gemacht. Dankeschön, du Ehrenmann, ich küsse deinen Ellenbogen. Ich habe auch wieder Sticker dabei, dass ich auch wieder hier schön verewigt bin. Leute, wenn ihr Sticker von mir haben wollt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ich kann euch welche zuschicken. Oh! Der Kollege wollte auch noch gerne ins Video drauf, aber nur mit Nippel. Zeig dein Nippel. Auf jeden Fall alles sehr sympathische Leute hier, die Kollegen, die ich getroffen habe. Das ist einfach Fußball. Man trifft Leute, man versteht sich und man trinkt Bier gemeinsam und hat eine geile Zeit. So sieht's aus. Eigentlich bin ich scheiße. Nein, Bro, jetzt bin ich hier. Fick dich damit ab. Ja, ich weiß. Ja, wir kommen echt nicht mehr zu Chancen. Vorhin kurz ein, zwei gute Situationen gehabt, aber mittlerweile schon wieder ewig nichts. Mittlerweile ist auch schon die 90. Minute durch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nochmal Eckball jetzt. Eventuell die letzte Chance des Spiels. Wirklich nicht. Wie kam wirklich nicht. Die Taktik, ja.
Standard wird zum Tor, aber schönes Spiel war es. Ja, also er hat schon die Analyse gemacht, muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Verdammt nochmal. Augsburg gewinnt das dritte Spiel in Folge. Glückwunsch an die Augsburger. Wir müssen dann einfach nächste Woche die Punkte holen. Ah, verdammt nochmal. Was sagt ihr zum Spiel? Ja, war schade. War close. Peace. Hier kommt gerade auch unser Capitano Mainka in die Kurve. Ich glaube, Mainka hat ihm gerade das Trikot gegeben. Und? Hat's geklappt mit dem Trikot? Ja. Ja, geil. Wo ist es? Wo ist es? Geil. Er hat einfach das Trikot bekommen, direkt sogar mit Unterschrift. Cool, Alter. Sehr, sehr geil. Alter, freut mich sehr für dich. Wie cool ist das denn? Heb dein Trikot in die Kamera. Sehr cool, Alter. Ich muss auf jeden Fall noch eins nachholen, nämlich hier eine Stadionwurst essen. Mache ich ja jedes Mal, habe ich in der Halbzeit leider keine Zeit gehabt, aber wird jetzt nachgeholt. Ich sehe mich jetzt definitiv noch in der Stadionwurst. Jetzt haben wir hier den FCA-Knacker mit Senf drauf, so sieht's aus. Ich probiere direkt mal. Ich habe Senf an der Backe. Cut, cut. Ich habe hier gerade auch noch einen Abonnenten getroffen. Er wollte auch unbedingt ins Video. Super! Sehr geil, sehr geil. Sehr geil. Ist mir eine Ehre. Du kannst einen Screenshot machen, dann hast du dein Bild. Vor allem, du machst es einfach genial immer. Dankeschön, gut, Dankeschön. Freut mich. Ja, jetzt wurde ich hier gerade unterbrochen, habe ein paar Fotos mit Fans gemacht. Die Wurst ist mittlerweile wahrscheinlich kalt, aber mache ich doch sehr, sehr gern. Es geht weiter mit dem Essenstest. Mal gucken, ob ich es diesmal hinbekomme, ohne mich voll zu machen. Eine der besseren Stadionwürste kriegt von mir eine 7,5 von 10 für den FCA-Knacker. Kann man sich schon gönnen, ist lecker. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg. Manche von diesen Stäben können, so wie es aussieht, also auch leuchten. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Jetzt das Stadion in der Dämmerung, wie es beleuchtet ist. YouTube Stadion-Vlog. Ja, Mann, ja, so sieht's aus. Ja, man wird immer unterbrochen, wenn man filmt. Ich schwöre, wenn ich nicht alles rausschneiden würde, wäre es die ganze Zeit so. Allgemein auch heute, wie viele Fans ich getroffen habe, wie viel Liebe ich von Leuten bekommen habe, die einfach im Video drin sein wollten, die Bilder mit mir gemacht hätten. Viele waren auf Kamera, viele aber auch nebenbei. Hat mir heute sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn das Ergebnis nicht gestimmt hat. Mehr will ich auch gar nicht mehr sagen. Das war's vom heutigen Video. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst ein Abo da. Ihr wisst gar nicht, was mir das bedeutet und wie sehr mich das weiterbringt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Stadion-Vlog. Ich bin raus für heute. Peace out, meine Freunde. Ciao. Ich habe ja noch was vergessen. Ich habe, glaube ich, heute im ganzen Video noch nicht einmal den Gag gebracht. Von daher ist es allerhöchste Zeit. Leute, es ist nur ein Bier.